Willkommen zum Let's Play American McGee's Alice. Ja, das Spiel hat jetzt erstmal gewonnen gehabt in der Abstimmung und hat sich durchgesetzt gegen zwei andere Spiele. Das eine war Anna und das andere war Midnight Mysteries, wenn ich mich recht entsinne. Wir werden dieses Spiel jetzt von Anfang an spielen, auch wenn ich schon die erste Viertelstunde oder so angespielt hatte, aber da geht es einfach darum, der Vollständigkeit halber. Ja, dann legen wir auch mal los mit einem neuen Spiel auf Mittel. Aufwachen, Schlafmütze! Die Zeit! Im Zucker, bitte! Also, was haben ein Hasenherz und ein Mausenschiss gemeinsam? Oh nein! Vielleicht bringt das Kaninchen sie mit. Rette uns, Alice! Das Intro fand ich das letzte Mal schon ziemlich gruselig. Aber da das Spiel ja so ins Horrorgenre angelehnt ist, ist das okay. Und ich freue mich irgendwie direkt auf dieses Let's Play. Beeil dich, Alice. Wir sind spät dran. Ja. Beeil dich, Alice. Hast du gehört? Wir sind spät dran. Du bist aber dünn geworden, Katze. Aber dein Grinsen tut gut. Und du hast eine gute Einstellung. Immer noch neugierig und lerneifrig, hoffe ich. Das Wunderland hat sich verändert. Wie soll ich mich zurechtfinden? Es ist besser, den Weg zu kennen, als herumzuirren. Also frag. Das Kaninchen kann dir raten. Und ich weiß auch, woher der Wind weht. Lass dich von deinem Gefühl leiten. Lass los und vertraue dich dem Kaninchen an. Na dann auf, dem Kaninchen nach. Kaninchen! Na 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 na. Hier war doch irgendwo das Kaninchen langgelaufen, wir werden es schon finden. Unser Land ist zerstört, unser Geist zerschlagen. Erinnert mich ans Irrenhaus, alles so trostlos. Sklaverei und Glückseligkeiten, das passt nicht zusammen. Ist der Weg schwer? Wage einen Sprung. Reite auf dem Wind. Ich habe mich das letzte Mal schon gefragt, was diese komischen Herren für komische Kugeln auf dem Rücken haben. Mit dem letzten Mal meine ich nicht das letzte Mal durchspielen, weil ich habe es noch nie groß angespielt. Bis auf die kurzen 15 Minuten, die ihr auch gesehen habt. Hüte deine Zunge, Fremde. Die Scharken der Roten Königin sind gnadenlos. Ich habe keine Angst vor ihr und ihren Kreaturen. Hatte ich noch nie. Man muss sich ihnen stellen.
Aufbegehren lohnt nicht. Nur der Tod kann uns aus diesem Elend befreien. Oder ihr Tod, schätze ich. Meta-Essenz ist die Lebenskraft des Wunderlands. Die deiner Gegner ist sehr mächtig. Nutze sie weise. Ja, was ich sagen wollte, bis auf diese Viertelstunde in der Spielvorstellung. Was haben wir denn hier alles? Jetzt können wir uns die Sachen auch viel mehr angucken. Wir haben ja jetzt Zeit. Ist ja jetzt ein richtiges Let's Play. Jetzt will ich ja nicht möglichst viel vom Spiel zeigen, sondern gucken uns alles hier schön mal an. Warum da oben so Steine über diesen komischen Dampf schweben, Dampf oder Rauch. Und was da unten gemacht wird, ist mir auch nicht so ganz. Da wird irgendwas hochgepumpt, also da ist die schöne Meta-Essenz, unser Leben oder so. Ihr seht, links hat sich's aufgefüllt und hier, da bin ich das letzte Mal einfach durchgerannt, ein Messer. Wir kriegen die erste Waffe. Dein Messer ist nützlich, aber es reicht nicht. Sammle, was dir nutzen kann. Nur auf Ignoranz verzichte, dann überlebst du. Also, wir nehmen alles mit, was wir an Waffen finden und kriegen können. Zum Beispiel diesen Hasen, der sieht auch aus wie eine gefährliche Waffe. Wenn ich den sehe, muss ich sofort irgendwie an was weiß ich, denken, an irgend so Horrorfilme. Wir sind so niedergeschlagen. Steht das wirklich so schlecht? Schlimmer, als du dir vorstellen kannst. Bist du die Retterin, von der uns das Kaninchen erzählt hat? Wohl kaum. Ich bin auch nur ein Mensch. Und momentan möchte ich ungefähr so klein werden. Das hört sich nicht leicht an. Du solltest seitlich gehen, nicht vorwärts. Leider weiß ich nicht wie. Nicht dünn, klein. Ich möchte ungefähr so klein sein. In der Burg der Türen findest du eine Antwort. Aber es ist schwer, hineinzugelangen. Türen haben Schlösser. Für Schlösser braucht man Schlüssel und die hast du nicht. Wollen wir hoffen, dass die Türen offen sind. Wir sollten nicht länger wie eine Katze um den heißen Brei schleichen. Verzeih den Ausdruck. Nette Ausdrucksweise. Bitte vermeide sowas in Zukunft. Ja. Major Elder. Schönes Haus. So. Ja, hier hätten wir uns auch ein paar Pilze kaufen können, aber leider hat das Geschäft zu. Aber hier wachsen doch welche. Nehmen wir sie uns doch einfach. Naja. Was willst du, ha? Ja, da brauchst du gar nicht weiter zu laufen. Mist. Wir haben alles falsch gemacht. Siehste, so wird man klein. Wir müssen uns nur den Bauch aufschlitzen lassen. Jetzt können wir uns gleich wieder heilen. Was ist denn hier noch alles? Da oben ist noch ein Fenster. Der Kerl kam eben hierher. Das letzte Mal hatten wir... Was steht da? Bast Sawmill. Okay. Das letzte Mal haben wir gar nicht die Zeit gehabt, hier unten zu gucken. Naja, kann sich hier mal in Ruhe umgucken. Da ist auch noch ein Haus. Also da wollte ich nicht wohnen, die Eingangstür ist blöd. Und ja, ich wollte sagen, das Kaninchen sieht sehr gruselig aus. Wenn ich das nicht nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn nicht. Ja. Manche wollen das gar nicht. Wir sind aber schlau genug, wir erkennen den Weg. Das Kaninchen sagte, jemand würde uns retten. Bist du das? Vielleicht. Kannst du mich in die Burg der Türen bringen? Oh nein, niemals. Seit dem Aufruhr sind wir nur mehr feige Irre. Ich wage mich kaum noch auf die Straße, aber ganz unten in den Minen haust einer, der ist weiser, mutiger und freier als ich. Er kann dir helfen. Mir fällt schon wieder gerade auf, dass diese ganzen Clowns hier von dem Kaninchen eindeutig zu viel erzählt bekommen. Der erste Schritt ist der schwerste. Blatt aber wahr. Auch hier. Ja. Was diese roten, komischen, leuchtenden Punkte sind. Wahrscheinlich auch Heilkraft. Aber viel stärkere.
So. Ach ja, Ladebildschirm, jetzt kommen wir in die Mine. Oder zumindest in die Gegend vor der Mine. Ach, bin ich froh, dass wir die Aufnahme nicht gleich beenden müssen, sondern viel Zeit haben. Na, eben hat's gehangen. Komm, erzähl was, Katze. Seile sind so gut wie Strickleiter, wenn man weiß, wie man sie benutzen soll. Ja, dann sagt, wie man sie benutzen soll, dann wissen wir es. Seht euch das da drüben an, das sieht aus wie zwei Beine, die in einem Hamsterrad laufen. Wer macht sich so eine Arbeit, so eine Maschine zu entwickeln? Ich meine, diese Beine sind elektrisch oder mechanisch betrieben, das heißt, die müssen auch irgendwie angetrieben werden. Da kann man doch auch gleich das Hamsterrad selber antreiben und muss nicht diese Beine antreiben, die dann das Hamsterrad antreiben. Da verliert man doch einen Haufen Energie. Verstehe ich nicht. Was da unten? Das ist so ein Warp-Tor. Noch ein komisches Haus, also wer hier die Häuser gebaut hat, das war wohl ein komischer Vogel. Diesmal habe ich gar kein Leben verloren. Ah ja, wir schwingen uns also an Seilen, das habe ich das letzte Mal gar nicht getestet gehabt. Gut, dann weiß ich das jetzt wenigstens für den fortlaufenden... Ja, für das Fortlaufen des Spiels habe ich es jetzt gelernt, wie es funktioniert. Reden wir mal mit dem Glitch. Warum besuchst du mich an diesem einsamen Ort? Um von deinem Wissen zu profitieren. Der Einäugige ist König unter den Blinden. Wenn ich klug wäre, würde ich mich dann hier verkriechen. Ich bin nicht weise, nur alt. Ich möchte ganz klein sein, nicht größer als eine Maus. Wie kann ich das anstellen? Das ist alles? Klar, das geht. Es kostet dich allerdings was. Ich besitze nichts von Wert. Du bist gesund und stark. Ich längst nicht mehr. Ich habe zu viel Leid gesehen. Und ich rauche zu viel. Was muss ich tun? Im Lager der Kartenwächter gibt es in einem Rohdiamanten einen Schlüssel. Hol ihn. Dann wird dein Wunsch erfüllt. Machen wir doch mit links. Zack, ist er weg. Hat sich losgeflüchtet. Zur Mine. Ich find's lustig. Da unten steht Your Mine. Ist das jetzt die Your Mine oder soll das zur Mine heißen und sie haben nur den Fehler gehabt, dass sie es mit der deutschen Tastatur eingegeben haben und die englische aber eingestellt hatten in der Programmierung? Ich weiß es nicht. Wo sind wir denn hier? Irgendwo in den Untiefen dieses komischen Lagers, was auch immer das ist. Danger. Ja, bin mal gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Ich weiß natürlich nicht, wo das Kartenlager ist. Und achtet bitte auf ihre Schürze, die ist blutverschmiert. Sie ist zwar erst hier angekommen, aber schon ist das Ganze blutverschmiert. Ach du Schande. Ich kann nichts machen. Ist alles noch Video. Hey, da stand eben einer. Da unten stand einer von den normalen Knilchen. Schon noch ein normaler Knilch. Also, wir müssen ins Kartenlager. Der Rückweg ist uns auf jeden Fall schon mal abgeschnitten. Na toll. Ah ja, hätte ich mir denken können. Der Rückweg ist uns auf jeden Fall schon mal abgeschnitten, weil... Alter Schwede. Vor allen Dingen der Oberkörper bleibt noch länger da, damit man diese leidenden Gesichter sehen kann. Ein bisschen vorsichtiger spielen, sonst sterben wir hier noch. Ist das eine neue Waffe? 32 Heb auf ist ein lustiges Spiel. Aber wenn
wenn alles durcheinander geht, ist das alles andere als lustig. Und wie komme ich jetzt hier irgendwo hin? Muss ich hier rein? Ah ja, auf der 2 habe ich jetzt dieses Kartenspiel. Au, das klang nicht gut. Gulasch. Gulasch. Ich find's lustig, die machen so ein lustiges Geräusch dabei, wie so eine Ketchup-Tüte. Der sieht stärker aus. Und dann lässt er nicht mal was da. Das hätte ich gern. Nimm's mit. Wirfst denn du hin, wenn ich da drauf ziehe? Wie hässlich, alles voller Herzen. Sollte das wirklich die erste Prüfung sein, dieses blöde Ding da aufzusammeln? Na toll, und jetzt? Und jetzt? Zurückgehen geht ja nicht mehr. Ich nehme an, wir sollen hier hochgehen. Aber irgendwie sieht das hier unheimlich aus. Würdet ihr durch so ein komisches Bild gehen, was... Naja. Ach, jetzt sind wir hier. Ist ja kein Ding. Sehr schön, sehr schön. Noch irgendwelche bösen Überraschungen hier? Hoffe nicht. Von mir aus kannst du das ruhig gewesen sein. Wie klettert man denn hoch? Ah ja, so. Und wie geht's da jetzt so? Ach so, sie konnte sich als nicht hochziehen. Okay, jetzt kann sie es. Ach komm, Mädchen, fall da bitte nicht runter. Oh, die Mine haben wir zum Einsturz gebracht, vollends. Ich nehme jetzt mal an, wir brauchen unser Leben nicht. Passt schon. Hast du den Schlüssel? Sehr gut. Das Kaninchen vertraut dir zurecht. Es ist klug. Das will ich doch hoffen. Befreie meinen Clan mit diesem Schlüssel von seiner schweren Last. Jeder Kampf gegen die Königin ist ein guter Kampf. Ja, da hat er recht. Wir haben gelitten. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber was muss ich denn nun tun, um zu schrumpfen? Vielleicht müssen wir selber gar nicht schrumpfen, sondern nur den Rest um uns herum wachsen lassen. Oh nee. Dann wird die Königin ja auch größer und gemeiner und böser und fieser. Schlechte Idee, schlechte Idee. Lassen wir sie lieber schrumpfen. Ich weiß nicht, warum die Videos immer mal kurz hängen. Und was das oben links für ein Symbol war, weiß ich auch nicht. Und der sieht ganz schön verrückt aus, der Typ. Denen du eine Schrumpfmixtur herstellen kannst. Was für Dinge? Dinge, Mädchen. Wenn du sie siehst, erkennst du sie. Apropos sehen. Wir sollten uns nicht von den Wächtern erwischen lassen. Oh, verdammt! Sie haben uns gesehen.
Wir sind in Reichweite der Mordkanone. Vorsicht! Oh je. Das kann ja nur schief gehen. Wir können immer noch nichts machen. Wir sind immer noch nur im Video. Das ist alles so schwarz gehalten. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder nicht. Du durch solche Wände hindurch. Aber jetzt, spring! Wir nehmen sicherheitshalber mal die Karten in die Hand. Wie cool. Das können also die Karten. Maschinengewehrkarten ist auch was Schönes. Sind es da vorne Waffen? Nein, das ist diese Meta-Essenz, glaube ich, ne? Komme ich da so hin? So, wahrscheinlich wäre ich auch anders da viel leichter irgendwie irgendwo dran gekommen, ne? Aber ich wollte diese Punkte nicht verschenken. Ja, ich hätte mir denken können, dass ich darum nicht zurückkomme. Ich muss wieder hier rüber hüpfen. Und eine super Zielscheibe abgeben für diese Magier oder was das auch immer sind. Mann, Mann, da war ich eben schon mit der Hacke im Grab fast. Hier noch irgendwas? Nein, nur diese komischen riesigen Gaswürste. Bisschen unwohl fühle ich mich schon, wenn so wenig Gegner da sind. Da heißt ja nichts Gutes. Im Allgemeinen. Vor allem, wenn sie mich jetzt... Komm, zieh dich schon hoch. Zieh dich hoch. Zieh dich hoch. Naja, wie ich jetzt die Karten in der Hand hatte, weiß ich nicht. Wir nehmen lieber wieder das Messer. Was haben wir denn hier noch? Da kommen wir nicht rein. Gut, welche Seite? Vielleicht müssen wir gar nicht hier oben hin. Das kann natürlich auch sein, aber ich glaube schon, dass wir irgendwie hier oben lang müssen. Ja, da unten bleibt noch irgendwie Energie. Oh ja. Das scheint noch so eine neue Waffe oder sowas zu sein. Schöner Treffer. Und da ist noch eine neue Waffe. Ach so, das sind nur neue Karten. Das ist doch unsinnig, noch mehr Karten zu bekommen, ich meine. Hä? Haben wir schon Karten. Wieso heißt eigentlich Festung der Türen, wenn sie lauter vernagelte Fenster hat? Au, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Bin ich denn hier gelandet, Mann? Hier wollte ich gar nicht hin. Ich,
frage mich gerade wirklich, wo ich hier bin. Das ist alles äußerst sonderbar. Aber typisch fürs Wunderland. Und wieso hilft sie nicht? Mädel, du darfst ruhig hüpfen. Du sollst sogar hüpfen. Die machen es auf jeden Fall spannend. Und ab durch die nächste Tür. Also die Burg der Türen ist etwas sehr seltsam. Ich erinnere mich jetzt auch nicht sehr gut an Alice im Wunderland, ob es da wirklich so eine Burg der Türen gab. Also eine solche Burg der Türen. So, und immer sind wir irgendwo hingekommen, ohne dass eine Tür da ist. So gefällt es mir hier nicht. Renn nicht weg, du Feigling. Ich will dich lediglich töten. Nach. Wenn ich das nächste Mal das Messer in der Hand habe, steche ich ihn einfach ab. Sehr schön. Und wieder Meta-Energie. Moment, nee, die Meta-Energie ist doch nur die zum Heilen. Keine Ahnung, wie die andere heißt. Zauberkarten-Energie? Zeit für das Chaos. Die Blutung des Chaos. Was ist jetzt los? Ach du Schande. Was haben wir jetzt gemacht? Okay, wir sehen sehr interessant aus. Wir müssen uns nur jetzt zurechtfinden, dass wir auch die ganzen Gegner abmurksen können in der Zeit, wo wir diesen Rampage-Mode haben. Gut, wir sind schon vorbei. Schade. War aber definitiv lustig. Sind wir denn jetzt schon wieder? Und jetzt? Boah. Ist eben verschwunden. Ach so, das bildet immer wie so ein neues Muster. Schon klar. Also jetzt ist es klar. Vorher war es mir nicht klar. Ich sehe schon, das ist mehr so ein Knobelspiel. Aber das mag ich. Muss nur warten, bis es wieder hier ist. Ich habe eben meine Chance versaut. Durch kommt wieder die Tür vorbeigeflogen. Schön, oder? Schön. Kommt ihr bitte wieder her? Also wir müssen jetzt hier noch einen kleinen Moment warten, bis diese netten Türen wieder mal vorbeifliegen. Ich meine, ist ja auch schön. Hat da wenigstens was zu tun. So, jetzt gehen wir hier hin und gucken, welches zuerst wackelt. Gut, das geht zuerst weg. Geht es denn dahin? Nein! Du sollst tippen, blöd Kuh. Ah.
Ich könnte schon wieder kotzen. Wieso ist die da runtergefallen? Ah. Ich habe mich gar nicht mehr bewegt, fall nicht immer runter. Scheiße, Mann. Ja, es kann sich nur um Stunden halten. Wer jetzt nochmal aufs Klo muss, sollte jetzt vielleicht gehen. Ist eine gute Gelegenheit. Wir haben gerade nichts Besseres zu tun. Na doch, ich weiß noch was. Ab durch die Tür. Schön, wir können nicht sterben. Das ist doch mal was Sinnvolles. Also auf diese Art und Weise können wir nicht sterben. Wer baut denn bitte so ein Haus? Oder eine Burg. Es ist ja die Burg der Türen. Aber ganz ehrlich, ich würde so ein Gebäude nicht bauen wollen. Ist ja völliger Unsinn. Unpraktisch ist es vor allem. Auf, komm mal hin. Und diesmal versuchen wir ausnahmsweise mal nicht runter zu hüpfen. So. Ja. Und jetzt müsste das letzte von da hinten nach vorne wandern. Oh, ich merke schon. Wir müssen hier drauf gehen. Jetzt hier drauf gehen. Wahrscheinlich, wenn wir auf schwer gespielt hätten, wären jetzt hier zusätzlich noch Gegner aufgetaucht. Na, schaffen wir es diesmal ohne runterzufallen? Mal schauen. Anstatt, dass sie den Boden einfach durchgehend gelegt hätten, nein, das wäre jetzt so einfach gewesen. Nicht runterfallen, Alice. Liebe gute Alice, fall nicht runter. Ja, schöne Musik. Und jetzt? Muss ich da rein? Meter Energie. Wie ziehe ich denn Dinge? Gar nicht. Okay, kann ich sie drücken? Ja, hallo? Versteckst du dich etwa vor mir, du Feigling? Das ist feige. Das ist wirklich feige. Die Ordnung der Dinge ist mir oft ein Rätsel. Dir auch. Bedingt. Kommt auf die Dinge an. Und welche Rätsel das sind. Ja, leg dich nicht mit Big Mama an. Die hat immer ihre Taschenlampe dabei. Hallo, wie benutzt man denn Sachen? Muss ich hier noch was machen? Okay, jetzt weiß ich wirklich gerade nicht. Ich müsste theoretisch mal schauen, wie ich das benutze, weil ich es gerade echt nicht weiß. Jetzt kommt schon. Ich weiß nun wirklich nicht, wie ich das benutze. Das ist blöd. Ich muss kurz mal in den Einstellungen gucken. Entschuldigt. Steuerung. Steuerung. Ach, mit Enter. Ja.
Da hätte man ja drauf kommen können. Da hätte man ja echt drauf kommen können. Also das müssen wir zuerst umlegen. Mist, das war falsch. Ich glaube links, rechts, Mitte müsste es sein. Lass mich gerade nicht mitstellen, bis zurück. Dun, 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 dun. Das war also definitiv nicht der erste. Können wir Mitte als ersten ausschließen. Definitiv. Wir können auch erstmal die Gegner auf deiner Seite töten. Das wäre natürlich auch sinnvoll. Komm schon. Den musst du einfach treffen. Den anderen natürlich auch. Na. Jetzt aber. Kann man den so nicht treffen, Mann? Kann man den Arsch nicht treffen, Mann? Egal. Dun, 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 dun. Moment, das fängt mit dem hier an. Ja, ja, ich glaube, es ist... Ich glaube, jetzt habe ich's. Komm, ihr müsst mich jetzt... Ja, das ist richtig jetzt. Schön, dass sich beim anderen Hebel erstmal die Türen geschlossen haben. Wieso ziehen wir dann den anderen Hebel, wenn er die Türen schließt? Ist doch dann unklug. Hätten wir auch gleich offen lassen können. Im Sprung erwischt. Und immer diese Erdbeermarmelade. Richtig eklig. Wer mag schon Erdbeermarmelade? Wenn es wenigstens Blut wäre. Blutwurst schmeckt nämlich lecker. Aber Erdbeermarmelade. Nee, nee, nee. So, und ab dafür. Zum nächsten Rätsel. Die Bodenplatten scheinen sich wohl öfter mal umzuändern. Ach, muss ich jetzt da drauf hüpfen? Also so schon mal nicht. Wenn ich den Architekten mal erwische, der den Scheiß hier gebaut hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er den ganz gehört hat. Ich war aber etwas weit vom Mikro weg. Ich sagte,
Der Architekt, der das hier gebaut hat. Also wenn ich den erwische, du. Dann ist aber Sense. Für einen Käse hier. Soll ich das letzte Stück schaffen mit dem Sprung oder was? Geschafft? Sehr gut. Hä? Wie bin ich denn jetzt schon wieder hier hingekommen? Oh ja, ich hab's schon kapiert. War aber mehr als nur knapp eben. Vor allem tauchen diese komischen Viecher aus dem Nichts auf. Ah, hier waren wir doch vorhin, oder? Ist das nicht das, wo wir den Rampage-Mode bekommen haben? Ich meine, das wäre genau das. Muss ich mir eine der Türen aussuchen, oder was? Will ich ehrlich gesagt gar nicht. Bin auch ohne eine Tür zufrieden. Naja, wir gucken mal, was die Türen so bringen. Und welcher Liebhaber befindet sich in der Tür Nummer 1? Wir schauen einmal nach. Bin ich ja auf der Suche nach Heilmitteln oder sowas. Wie kann man den nicht treffen, Mann? Hey. Sehr schön. Wunderbar erledigt. Hey. Scheint wohl ein Holzkopf zu sein. Hey, immer hüpft er dann auf Seite, wenn ich ihn eigentlich treffen müsste. Da schon wieder. Diesmal aber. Jetzt entkommst du mir nicht mehr. Und einer noch. Geht doch. So. Jetzt bin ich wieder hier. Und da draußen sind wieder Meta-Energie-Dinger und so ein Zeug. Aber hier hat sich nicht wirklich was verändert. Dann gehe ich nochmal rein und guck, was in den anderen Türen so ist. Die Tür scheine ich jetzt geöffnet zu haben. Scheint aber die falsche Tür gewesen zu sein. Na toll. So ein Mist. Ich guck mich hier nochmal um. Jetzt ein Fenster offen. So. Die tanken schön mein Herz und mein anderes Zeug immer wieder auf. Das finde ich sehr human. Weil diese Karten, die fetzen total die Gegner weg. Finde ich sehr gut. Mit ein bisschen Verstand kannst du die Schule betreten. Ich kann es doch auch ohne Verstand. Ich gehe einfach rein. Oder ich fliege einfach durchs Fenster. Das habe ich von Peter Pan gelernt. Das macht man so. Fällt mir jetzt erst auf, im Dorf der Verdammten ist ein riesiger Regenwurm zu sehen.
Oder sollen es diese Gaswürmer oder Gastanks, Gasleitungen oder was das ist sein? Nee, es könnte natürlich auch eine Riesenwurzel sein. Sind die jetzt meine Freunde oder nicht? Oh Gott, die Armen. Das erinnert schon so ein bisschen ans Irrenhaus. Und wenn ich mir das hier angucke, auch. Wo den Leuten ja dann mit den Hämmerchen und so Nägelchen bestimmte Bereiche des Hirns kaputt gehauen worden sind. Wunderbar. So muss es laufen und nicht anders da. Messer doch auf. Sehr schön. Da oben ist noch einer. Wenn nicht so panisch im Kreis, stirb einfach. Ganz genau. Und noch einer kriegst du vielleicht. Passt. Sehr schön. Der ist tot, der da oben ist tot, die Uhr bewegt sich hin und her. Und hier gab es sonst nichts mehr außer dem verrückten Kind. Gut. Oh, Bücherstapel. Schön gruselig. Und da oben lebt noch irgendwas. Sieht aus wie ein Stock oder so da oben. Wir gucken es uns mal an. Wir gehen hier einfach mal hoch. Kann ja nur schief gehen. Ein Rätsel. Wann gleicht ein Crockett-Schläger einem Billardschläger? Genau. Wann immer du willst. Ist cool. Der hat so einen Stromschaden. Ah ja. Und ich kann so ein komisches Ding damit schießen. Auch cool. Hab ich nicht eben irgendjemand grunzen hören? Wir gucken uns erst nochmal hier oben um, weil hier noch Türen sind, die aufgehen. Gut, die Türen kann ich wohl vergessen. Also das Messer macht bei denen direkt mehr Schaden. Aber das Ding hat halt einen Mordswumms drauf. Mit dem Kerl kann ich wohl irgendwie nicht reden. Okay, das ist schon creepy. Was ist mit dem los? Habe ich ihn jetzt geheilt? Was soll das? Der ist verrückt. Okay. Was will der? Kann ich den irgendwie wegschieben? Nein. Ich glaube, der hat einfach nur einen vollkommenen Dachschaden. Kann man hier was kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Okay. Hätte ja sein können. Mann, lass mich rein. Ja, ja, ich probier's ja schon woanders. Da ist noch eine Tür, vielleicht können wir da rein. Hey, da ist er. Der alte, nette Mann.
Wie ist der eigentlich hier reingekommen? Es ist wohl doch nicht so einfach, wie du meintest. Kein Grund, sarkastisch zu werden. Mein Gedächtnis ist zwar nicht mehr gut, aber ich bin jetzt hier, um dir zu helfen. In der Bibliothek gibt es ein Rezept in dem Buch der sonderbaren Dinge. Oh nein! Lauf! Dann brauche ich nicht laufen. Die habe ich einfach kaputt. Ja, eine richtige Alice läuft nicht davon, die stellt sich ein Problem. Also, ich kapiere es nicht, was die wollen. Muss ich diese Kerle jetzt beachten? Also, die basteln denen am offenen Hirn rum. Der hat Nägel in der Kopf und haut sich an die Stirn. Und der lacht und weint. Ach ja. Wir gehen nochmal ans Anfangsschild da zurück. Da war doch was. Ich weiß nicht, ob es von Bedeutung ist, aber es könnte von Bedeutung sein. Da wurde ein Verrückter im. Ach, eine Geheimbibliothek. In der Geheimbibliothek oder so. Da sollte auch mal jemand die Dielen reparieren. Das ist gefährlich, da kann man ja runterfallen. Genial gemacht. Wieso waren da so blaue Punkte bei dem? Ich will es gar nicht wissen. Ich benutze einfach gleich meine Superkarten. Stirb schon, Mann. Da habe ich die coolen Messer, wenn du sie nicht nutzt. Habt ihr das gesehen? Er wollte fliehen. Schön, hier sieht man das wunderbar gezeichnete Himmel-Dings. Das für eine interessante Treppe. Wir haben es gerade versaut. Aber ich glaube, wir sollten eh hier zu dem Buch hin. Das sieht so einladend aus. Aber ich sehe gerade nicht mehr in dieser Folge. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ist ein guter Schnittpunkt. Bis dahin. Tschüss.